Was von außen aussieht wie eine Baustelle, ist der Ort in Alfeld, an dem medizinische Versorgung sichergestellt werden soll. Denn für die Ärztinnen und Ärzte des medizinischen Versorgungszentrums gibt es alle Hände voll zu tun. In den vergangenen Monaten wurden 3 Praxen geschlossen. Insgesamt fehlen in der Region 7 Hausarztsitze. Das macht sich bemerkbar. Man merkt schon, dass sie teilweise 2 Jahre nicht versorgt waren. Also ich hatte noch nie so schlecht versorgte Patienten. Rezepte für Medikamente, Routineuntersuchungen, was in den Städten zur normalen Versorgung gehört, war hier vor der Eröffnung des Versorgungszentrums im Oktober nahezu unmöglich. Ich bin berufsbedingt 2020 hierher gezogen und es war einfach schwierig, einen Hausarzt zu finden. Also ich habe wirklich seitdem gewartet und jetzt im Oktober hat es dann geklappt mit dem neuen Hausarzt. Denn um den gravierenden Ärztemangel in der Region zu beheben, haben sich 7 Kommunen zusammengetan und ein neues Modell entwickelt. In einer großen Praxis arbeiten mehrere Ärztinnen und Ärzte gemeinschaftlich. Allerdings ist niemand von ihnen selbstständig. Alle sind angestellt. Darüber hinaus ist es so, dass wir versuchen, von Verwaltungsaufgaben zu entlasten und natürlich auch das Investitionsrisiko, also eine Anschubfinanzierung, auf unserer Seite liegt und nicht bei den Ärzten. Noch provisorisch, aber schon jetzt ein Konzept, das bald in ganz Niedersachsen umgesetzt werden könnte. Denn die rot-grüne Landesregierung will, dass weitere Versorgungszentren gebaut werden.